Philipp, Halbfinale Champions League. Wie klingt das in deinen Ohren? Ja, ist schon extrem, ist schon Wahnsinn. Muss ich grinsen, wenn ich das höre. Für mich natürlich auch nochmal eine wahnsinnige Besonderheit. Ich glaube, es gibt auch Spieler in unserer Mannschaft, die das schon mal erlebt haben. Aber wenn man sich meinen Weg anschaut, ist das was ganz, ganz Tolles. Ich bin ganz, ganz glücklich, freue mich extrem darauf, dieses Spiel heute erlebt zu haben, auf dem Platz, 90 Minuten, auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, heute war, das Stadion war magisch, die Atmosphäre, wir auf dem Platz hatten wahnsinnige Energie. Heute hat man gesehen, dass keiner einen Meter gespart hat, nicht nur einen Meter. Es war wirklich so, wir sind sofort hinterm Ball gekommen, wir waren extrem fleißig und das ist der Lohn dafür. Ihr habt ganz, ganz stark angefangen, begeisterten Fußball gespielt, dann kommt in der zweiten Halbzeit dieser Doppelschock. Was denkt man in dem Moment? Ja, ich muss ehrlich sein, es hat sich kurz abgezeichnet, als wir gemerkt haben, unser Pressing geht nicht mehr so auf wie in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir sie sehr schnell dazu gebracht, den Ball lang zu schlagen und hinten waren wir sehr souverän. Und zweite Halbzeit haben sie dann doch spielerische Lösungen gefunden, weil sie ein bisschen umgestellt haben. Und das war ein Problem für uns. Und dann haben sie natürlich auch ein, zwei 1-gegen-1 Spieler auf den Platz gebracht, die uns ein bisschen Probleme bereitet haben. Aber viel erwähnenswerter finde ich die Reaktion danach. Du machst das 3-2, du machst das 4-2, du kannst das 5-2 machen. Starke Leistung, mental stark. Wir haben nicht aufgehört, wir haben weitergemacht. Wir haben für Borussia Dortmund den Sieg eingefahren und danach mit den Fans war unfassbar. Schreib mal bitte den Moment, als du das 3-2 einköpfst. Ja, ich sehe Sabi und bei Sabi weiß ich immer, was er so ein bisschen vorhat. Seine Ideen kann ich recht gut vorerahnen. Und er spielt den super auf den ersten Pfosten. Und ich denke, gehe ich auf den zweiten, gehe ich auf den ersten, mache eine kleine Täuschbewegung, köpfe den und denke im ersten Moment, oh, ich dachte, er geht gegen Pfosten und raus und dreht sich dann aber noch perfekt rein. Und dann ja, sind alle Dämme gebrochen. War ein ganz wichtiges Tor. Wenn du in dem Moment das Stadion nochmal hinter dich bringst, in der Minute, dann war mir eigentlich schon klar, okay, das Ding ziehen wir jetzt. Jetzt geht es im Halbfinale gegen Paris. Da habt ihr ja schon teilweise gute, teilweise schlechte Erinnerungen dran. Genau. Ich habe das auch vorhin erst erfahren. Ich glaube, die Spiele werden definitiv anders als in der Gruppenphase. Man muss das. Diese K.O.-Spiele sind einfach anders. Die Mannschaften sind etwas vorsichtiger. Es wird mehr verteidigt. Es geht mehr darum, vielleicht das ein oder andere Tor weniger zu bekommen, gerade zu Beginn des Spiels. Und wir werden hochmotiviert da rangehen. Wir werden das genießen. Und jetzt gibt es nur noch ein Ziel, wenn man ehrlich ist. Und das ist Wembley. Jule, was eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nehmen wir uns mal damit durch. Brutales Spiel. Wir haben, finde ich, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Haben es, finde ich, eigentlich fast komplett beherrscht, bis auf Ausnahme von der Chance von Alvaro Morata. Machen ein, zwei super Tore, holen uns natürlich auch so ein bisschen diese gewisse Sicherheit, die wir aus dem Hinspiel jetzt uns erarbeiten wollten und haben dann so ein bisschen diese klassischen 10, 15 Minuten, worüber wir, glaube ich, schon häufig gesprochen hatten miteinander, wo wir dann so ein bisschen fahrlässiger verteidigen, wo wir dann natürlich auch bestraft werden auf diesem Niveau, das ist ganz klar. Lassen wir uns davon aber nicht eindrücken, sind sofort wieder da, machen relativ kurzer Zeit dann wieder zwei Tore. Das Stadion war, die Stimmung war unfassbar und ich glaube, jeder Fan hat zumindest mir heute ein glückliches Gesicht gezeigt, auch für den neutralen Zuschauer ein Wahnsinnsspiel gewesen. Ja, wir sprechen oft über so diese magischen Nächte, ich glaube, das war heute einer. Ihr habt teilweise wirklich begeisternden Fußball gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann kommt dieser Doppelschock in der zweiten Halbzeit, was geht einem da durch den Kopf? Ja, ich glaube grundsätzlich erstmal in solchen Spielen natürlich Tore zu kassieren ist schwierig. Du hast natürlich immer auch so ein bisschen das Hinspiel im Kopf und also fängst natürlich auch manchmal ein bisschen an zu rechnen. Aber grundsätzlich ja, ich glaube, es hat sich definitiv heute anders angefühlt als in vielen Spielen in dieser Saison. Als Beispiel Heidenheim, Hoffenheim, wie auch immer. Wir waren trotzdem weiter vorne da, wir sind angelaufen, wir hatten auch unsere weiteren Chancen und wir waren einfach kaltschnäuzig vom Tor. Das ist genau das, was wir heute gebraucht haben und wie gesagt, unfassbarer Abend. Schreib mal bitte für Leute, die es nie selbst erleben werden, wie fühlt es sich an, hier vor so einer Kulisse ein Tor zu schießen in der Champions League? Das ist immer schwierig zu erklären, am Ende muss man es erleben, aber ich glaube, allgemein ist es schon speziell überhaupt, glaube ich, hier bei so einem Spiel im Stadion gewesen zu sein. Wenn man dann sieht,
wie ausgelassen man mit dem ganzen Stadion, aber vor allem mit der Süd feiert, wie lange sie noch da sind, obwohl viele Spieler schon drin sind und Interviews geben. Es ist sehr speziell heute und allgemein auch. Ich habe ein Video gesehen, es ist ein bisschen eskaliert in der Kabine gerade, oder? Bitte? Es ist ein bisschen eskaliert in der Kabine, glaube ich. Das weiß ich nicht, ich war noch nicht da. Eine letzte Frage. Jetzt geht es gegen Paris im Halbfinale. Was ist da möglich? Ja, also ich glaube, dass da schon, allgemein glaube ich, dass im Halbfinale immer eine Menge möglich ist. Aber klar, ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit Paris gesammelt, sie auch mit uns, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben auch was nachzuholen, meiner Meinung nach. Das heißt, wir haben das Hinspiel haben wir grausam gespielt, finde ich. Wir haben das Rückspiel unentschieden gespielt. Also wir haben auch, sind auch langsam am Zug zu gewinnen. Aber es ist klar, es ist ein Halbfinale, es wird sehr, sehr, sehr hitzig. Es wird auf Details ankommen, ganz klar. Und ich glaube, auch so 10, 15 Minuten, wie wir es heute in der zweiten Halbzeit hatten, dürfen wir uns dann auch nicht erlauben. Beschreib mal bitte die Szene in der Kabine gerade. Boah, wir waren einfach super happy, ne? Für das Spiel waren brutale Emotionen drin. Das Stadion hat wahnsinnig mitgemacht, ne? Es war schon eins der besseren Spiele auf jeden Fall, ne? Aber eine ziemliche Gefühlsachterbahn, oder? Ja, ich muss zwar sagen, ich war heute sehr, sehr positiv. Auch selbst wo wir dann das 2-2 gekriegt haben, habe ich mir gar nicht wirklich groß Sorgen gemacht. Also es war relativ, ich war relativ neutral eigentlich so von den Gefühlen her. Und also ich habe echt eigentlich daran geglaubt, dass wir da nochmal sicher eins machen, um in die Verlängerung zu kommen. Dass wir dann zwei machen, ist natürlich ein Brett. Da ja, können wir stolz sein. Nach 11 Jahren steht der BVB wieder im Halbfinale der Champions League. Wie stolz macht dich das? Sehr stolz. Das sind die Spiele, wo du natürlich als Spieler auch dafür brennst. Ne? Ja, für Dortmund in einem Halbfinale da auf dem Platz stehen, das ist schon eine spezielle Sache. Es geht wieder gegen Paris. Was ist da möglich? Also ich meine, aber Halbfinale ist alles möglich. Ne? Also wir müssen da einfach auf uns gucken, unser Spiel machen. Wenn wir die Leistung so auf den Platz bringen wie heute mit der Leidenschaft, der Einstellung auch, der Bereitschaft, dann können wir vieles erreichen.